und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Horizon Forbidden West. Was ist mit der Regala? Verschärf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschärf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Was ist mit dem Verschärf? Wegen Verschärf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kharja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Deine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Meinst du, die Kharja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kharja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Sag ich auch, ja. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis, das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenak. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kharja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kharja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht, Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Schau schön. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Awad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kharja und Oseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn?
Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Ihr werdet zur Seite. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Die haben wir jetzt alles weggenommen, was sie irgendwie gibt. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Sonne schütze dich. Sie muss auch von der Sonne schützen. Man sieht, mit dem roten Haar hat man scheint nicht so guter Sonnenschutzfaktor. Von Haus aus. Okay, tun wir den ausprobieren. Hey. Also, der verbundene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Es gibt viel da zu, Leute. Vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Schaffen wir auch, ey Leute, das schaffen wir. Die Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehligt dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Sonst müssen wir strategisch vorgehen. Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Das sind alles Fragen, die wir jetzt müssen beantworten müssen. Da finden wir schon Antworten drauf. Hey, du weißt, wie viel habe ich jetzt hier? Material muss ich verkaufen und Waffen muss ich dann, meine Waffen muss ich dann verbessern, meine Kleider, meine Ausrüstung. Munition kann ich machen. So, Stöcke reingelaufen. Medizin komme ich gut über. Immer in die Stöcke hineinlaufen. Das ist, weil ich schon schauen will, woher sie gehen. Dass ich meine Bahn, meinen Weg kann ziehen kann. Dann ist schon noch einer. Kann ich die Tränks, und die haben die roten, kann ich die noch aufnehmen? Ich kann zuerst hinten alles nehmen. So, jetzt habe ich glaube ich die alles. Wäre gut für eine Rüstung. So, zum Speichern. Jetzt sollen wir schauen. Mit X kann ich fliegen.
Soll ich das mal ausprobieren? Ich probiere es noch nicht so hoch aus. Ich gehe da mal auf so einen hoch, aber dann kann ich oben runterkumpen. Hat geklappt? Wow, okay. Super. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Ja, das kann ich. Ich muss länger zurückhalten. Cool. So. Wir gehen mal weiter hierher. Wir gehen mal in Richtung verbotenen Westen. Schauen, was uns da erwartet. Wieder etwas hergelaufen. Das können wir auch so noch. Sorry, tut mir leid, Fuchs. Aber ich brauche dein Fleisch, ich brauche dein Fell, ich brauche einfach alles von dir. Die Plage breitet sich wohl auch hier aus. Super. Ein Pfeil verschossen. Es tut mir so leid, aber ich brauche das. Ich brauche das. Sonst kann ich alles meine Sachen nicht. Ich. Der ist gestorben. Aber nicht durch unsere Hang. Oh, dort ist Feuer. Gehen wir mal dort rüber. Was da geht. Ist das Gewitter? Glaubst du wirklich, du schaffst das? Und da ist Tom. Naja, schau dir. Wow. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Nico, können wir mal retten. Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Pfahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark... Und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larent kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Super, das genau gewusst. Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen.
Du kriegst einen Preis, wenn Keroth deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Schnell auf dich, Aloy. Schau dir den Sturm fasziniert mich an. Cool. So, oder eben nicht cool, aber zum Anschauen cool. Ist am Nord des Feuer? Ich meinte, sie am Nord des Feuer, ja, aber hier. Schauen wir da noch hin, da sind doch voll die Blitze rausgekommen. Ich krieg diese Rüstung hin. Ich weiß es. Schon cool, sieht gut aus, gut gemacht. Sturm schon voll durch. Nein, was jetzt schauen, gestern hier. Wir haben Fertigkeitspunkte bekommen, und zwar 7 Stück an der Zahl. So. Überlebende, wir wollen noch ein bisschen mehr besser werden im Überleben. Was ist das? Das klingt gut, ja. Und das klingt. Das ist schon gut. Niedrige Gesundheit, das ist zu regenerieren. Das ist schon gut, das mache ich alles auf Heilung da. Was ist denn? Genau da hier über. Was ist das? Kriegerin, das haben wir dann noch 10 Punkte. Dann geht die sie, das ist gut, das brauche ich. Der Pfeil muss schneller aufgeladen werden. Das habe ich nicht. Ah, brauche ich nicht unbedingt. Das habe ich, was ist das? Keine Ahnung. Das muss ich die auch haben. Kann man noch einen schneller aufladen? Nahkampf, was ist denn das? Da wird mir auch das die. Mhm. Was ist das Maximum? Das nimmt mich jetzt gerade Hunger, Rotti. Das muss ich auch haben. Und das ist aber auch geil, wenn man sich so zu der Maschine herziehen kann. So, und das schauen wir jetzt einmal an. Jetzt gehen wir noch einmal speichern. Dann, was ist das eigentlich da? Ah, das ist so ein Zeug, so ein Panzer, so ein Schützenpanzer. Wie es aussieht.
So. Valak gespielt, Tani. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Sturm ist schon durch. Ich danke fürs Schauen. Ich danke für den Support. Meine Liebe? Und tschüss.